Wenn du zu zielfokussiert bist, ist das eher hinderlich als hilfreich, um deine Top-Leistung zeigen zu können. Im ersten Moment mag man noch denken, dass zielfokussiert zu sein gut ist, aber in Wahrheit schränkt dich genau das eher ein. Worauf du deinen Fokus hingegen richten solltest, genau das erzähle ich dir hier in diesem Video. Bestimmt wurde dir auch schon gesagt, dass es extrem wichtig ist, dass du zielfokussiert sein musst, um deine Ziele im Fußball zu erreichen, dass du stetig dein Ziel vor Augen haben musst. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, aber es gibt auch Situationen, wo dich eine Zielfokussiertheit oder eine zu feste Zielfokussiertheit einfach auch einschränkt und limitiert. Nehmen wir mal das Beispiel vor einem Spiel. Du setzt dir das Ziel zu gewinnen. Ich möchte unbedingt gewinnen. Das ist bis zu diesem Zeitpunkt auch noch gut, dass du das Ziel festmachst. Hey, was möchte ich denn erreichen? Okay, du möchtest gewinnen, gut. Und jetzt passiert aber oftmals ein Fehler während des Spiels, dass man zu sehr in der Zielorientierung drin bleibt. Die Partie beginnt etc. Vielleicht gerät man auch in den Rückstand. Dann bleibt man eben an diesem Ziel hängen. Quasi, scheiße, ich habe mir doch vorgenommen zu gewinnen. Jetzt sind wir im Rückstand etc. Und was passiert jetzt? Also dein Ziel quasi nicht in Erfüllung zu gehen scheint, bist du auf das Ziel fokussiert. Du machst dir sehr viele Gedanken über das Ziel, warum das jetzt schwerer ist zu erreichen, wie du es noch erreichen kannst, was weiß ich. Also dein Fokus liegt auf dem Ziel. Wo dein Fokus aber hingegen liegen sollte, um dieses Ziel wirklich erreichen zu können, ist bei der Aktion. Je besser du dich fokussieren kannst auf die Aktion, sprich auf dein Passspiel, wie du dich bewegen musst, wo du hinlaufen musst, etc. Also auf der Aktion, die Aktionsorientierung. Je besser du die Aktionsorientierung hinkriegst, desto höher ist die Chance, dass du dieses Spiel, sprich dein Ziel vom Anfang, auch erreichen wirst. Und genau da liegt eben der Fehler von vielen, vielen Spielern, dass sie während den Spielen, wie auch während den Trainings, zu sehr am Ziel festhängen, geistig sozusagen, und dann emotional aus der Bahn geraten, weil jetzt eben der Plan, den sie sich am Anfang mal vorgenommen haben und das Ziel, das sie sich gesetzt haben, gerade nicht so einzutreffen scheint. Und da ist es eben wichtig zu unterscheiden zwischen Zielorientierung und Aktionsorientierung. Und aus meiner Erfahrung funktioniert Folgendes am allerbesten. Dass du dir vor dem Spiel, in diesem Beispiel jetzt, das Ziel festmachst, also quasi du möchtest gewinnen, und dann lässt du von diesem Ziel los und fokussierst dich ausschließlich auf deine Handlungen, also was du quasi zu tun hast, um dieses Ziel zu erreichen. Das nennt man dann die Aktionsorientierung. Also zuerst, du machst dir das Ziel fest, du stellst dir vor, was möchte ich, und dann fragst du dich aber, was muss ich dafür tun, um das zu erreichen? Und dann kompletter Fokus nur noch auf das, was du zu tun hast. Und auch wenn das Spiel mal gegen dich zu kippen scheint oder gegen deine Mannschaft zu kippen scheint, egal. Bleib bei deinen Handlungen, weil das ist quasi die einzige Chance, wenn du deine Handlungen wirklich optimal ausführst, eben dein Passspiel gut ist etc., dass du auch tatsächlich gewinnst. Was man vielfach beobachten kann, ist zum Beispiel auch, wenn am Ende eines Spiels, man ist zum Beispiel 2-0 in Führung, dann kommt das 2-1. Dann werden viele Spieler wie auch Trainer extrem nervös, weil sie eben zu fest am Ziel festhängen. Quasi, hey, vorher hatten wir eine komfortable Führung, jetzt haben wir eine gekriegt. Ja, jetzt ist, wie gewinnen wir jetzt noch? Gewinnen wir überhaupt noch? Wie bringen wir das über die Zeit? Anstatt sich einfach auf die Handlungen zu konzentrieren, dass man sein Passspiel weiterhin sauber durchführt. Wenn du dich wirklich nur auf die Aktion konzentrieren kannst, dann bleibst du immer ruhig. Und wenn du dich eben zu sehr auf das Ziel fokussierst, dann ist eben genau dann die Gefahr, dass du emotional rausfällst sozusagen, dass du dich dann mit anderen Dingen beschäftigst, aber nicht mit der Aktion. Und das ist eben ein Beispiel, warum Zielfokus auch hinderlich sein kann, um deine Top-Leistung wirklich konstant abzurufen. Ich sage aus Erfahrung, dass es besser ist, eben sich das Ziel festzumachen, aber dann sich komplett auf das zu fokussieren, was dich schlussendlich dahin bringt, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist einfach das Ausführen deiner Aktionen, so gut es geht. Das Versuchen, Perfektion auszuführen, obwohl du natürlich dir bewusst sein darfst, dass Perfektion wahrscheinlich nicht möglich ist. Es werden immer der eine oder andere Fehler passieren. Das ist aber ein anderes Thema dazu, wie du mit Fehlern umgehen kannst.
verlinke ich dir ein Video hier rund um dieses Video. Schau das auch gerne an, weil das ist ebenfalls wichtig, um im Fokus drin zu bleiben, dass du nicht rausfällst. Und ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann like gerne dieses Video. Und wenn du weitere solche Videos schauen möchtest, die dich weiterbringen in deiner Fußballkarriere, dann abonniere diesen Kanal und auch aktiviere die Glocke, dass du kein Video mehr verpasst.